So. Der ist voll auf die Lane gegangen, kann es sein? Ja. Voll auf die Lane. Okay, gehen, schauen wir mal hier rechts lang. Hier könnte es weiter... Ach, da ist ein Skelett im Weg. Hier könnte es weitergehen. Ich hoffe nicht. So, und ich hoffe, dieser Drache hier hilft uns ein bisschen. Blutsaugen, Angriff, Angriff und ja, Sehnenfetzer. So, ich finde es gut, wenn er angreift. So, dann darfst du auch kurz Blut saugen. Bist du wieder voll? Blutsaugen. Ja, normale Angriffe sind in Ordnung, Drache. Perfekt. Dieser Drache hat uns definitiv Blut gebracht. Jupp, fast 300 Blut habe ich jetzt wieder. Nein! Verdammt, was ist denn das? Scheiße, ich wollte doch vorher speichern. Hm, sieht nicht aus, als würde der uns freiwillig seinen Schatz überlassen. Macht euch bereit! Oh oh, ich habe doch vorher nicht gespeichert. Okay. Ich versuche mal mit Stummheit. Das hätte ich vorher den kleinen Drachen mal testen sollen. So, Blendblitz. Nein, das Blenden selber besser. Okay, Stummheit funktioniert nicht. Lebender Frost, vielleicht funktioniert das. Und Seelenfetzer. Mit das werde ich jetzt die ganze Zeit lebender Frost rausbammen. Nee, oder? Blenden. Ich glaube mit Elaine auch. Das macht null Schaden? Was soll der Scheiß? Null Schaden ist nicht gut. Ich habe nur 5 Krankheitsserum. So, Waffe zerstören. Krankheitsserum auf die Lane. Er greift nochmal an. Das war gut für die Waffe zerstören jetzt. So. Dann erhöhst jetzt mal die Abwehr der gesamten Gruppe. So. Ne, ich greife mit den anderen dreien an. Dann hauste... Ah ne, Moment mal, das ist Elaine. Das ist gut, die kann ein Krankheitsserum auf den da machen. So, der heilt sich jetzt noch, also versteckt seine eigene Abwehr auch nochmal. So, Angriff. Angriff. Du greifst auch an. Nicht schon wieder Giftatem. Scheiße. Na okay, dann macht er jetzt Berserker. Ich hoffe, er ist nicht rasend. Doch, ist er. Gegenstand, das reicht nicht, Mist. Flammentrank entzündet alle Gegner. Ich glaube, das wird uns nicht viel weiterhelfen. Ich habe nur noch ein Krankheitsserum. Das werde ich jetzt einfach mal Walner geben. Okay, und ich glaube, ich werde jetzt mit der Lane heilen. Die Lane kommt, genau, die Lane kommt. Moment, wo haben wir's? Heiltrank. Zack. Uh-oh. Ich glaube, ich muss mit allen mal heilen. Du ja. Ich glaube, ich habe gleich ein Game Over. Verdammt.
Zack. Weil ich nicht genügend Krankheitsserum habe und der macht lauter Feuerangriffe. Weil das Licht wird mir ja auch nicht helfen, lebender Frost auch nicht. Mensch. Das hilft mir leider überhaupt nicht. Gegen die normalen Angriffe bin ich super, aber das war's auch schon. So, den nochmal heilen. Das war's. Jetzt habe ich noch die hier. Aber die sind besser als nichts. Und schwache Heilung, Grundheilung 25, naja. Ist halt mir das Gift weg. Klasse. Kann ich auch genauso gut warten, bis ich... Ja, toll. Ist aber auch nicht wirklich das Wahre. Wow, das war jetzt krass. Na, vielleicht mache ich ja noch genügend Schaden, um ihn zu töten. Die Lane ist tot. Ach, Krieger. Trank der Ewigkeit. Ich muss einfach nur hoffen, dass er nicht dauernd Flammen macht. Der Krieger hat auch nur noch einen Lebenspunkt. Komm schon. Giftatem. Klasse. Nee, oder? Scheiße. So. Sind natürlich die ganzen Statusveränderungen ja auch immer wieder da, weg, wenn sie sterben. Nein, sind sie nicht. Krieger ist immer noch rasend. Ist. Oh Mann, wenn ich das gewinnen sollte, dann wird es der knappeste Sieg, den ich glaube ich je haben werde. Und ich glaube, ich werde verlieren. Egal, was ich jetzt mache, er braucht nur ein AOE zu machen und ich bin tot. Ich greife ihn also einfach mal an. Und ich glaube, wir haben gleich ein Game Over, Leute. Yep. Okay. Dann laden wir jetzt neu. Wir haben hier oben gespeichert. Vor dem Drachen, genau. Okay, das wird auf jeden Fall ein sehr knapper Kampf dann. So, Seelenfetzer. Jetzt müssen wir uns eh erstmal wieder durchkämpfen. Und wir wissen ja jetzt, wo er ist. Und das ist unser Vorteil. Wissen, wo er ist und welche Angriffe er gerne macht. Oh, ich dachte, ich hätte Lane ausgewählt. Egal. So. Müssen wir uns das Ganze alles natürlich nochmal wiederholen. Aber das haben wir ja sicher gleich. Ist da vielleicht irgendwas? Nee. Hätte sein können. Okay. Hier gehen wir wieder außen rum. Ein Säuretank? Vorhin war doch eine leere Flasche drin, oder? 266 Fila. Hm. Ist wohl zufällig. Oh, ich habe vergessen, mich vorhin zu heilen. Ich habe vorhin vergessen, mich zu heilen. So rum. Okay. Naja, egal. Heile ich mich halt dieses Mal dann.
unsere Waffe zerstören. Und jetzt dürfte er eh gleich sterben. Ah, er hat noch einen Angriff überlebt. Aber jetzt. Yep. So. Ich sollte mal da runter schauen, vielleicht sehe ich den Drachen ja sogar. Okay. Die können wir leicht töten, glaube ich. Ja, sicher können wir die leicht töten. Wir haben sogar schon 3 getötet. Also von dem her. Berserker! So, wenn wir unten beim Drachen dann sind, haben. Wie viel Schaden war das gerade? Ich glaube, ich habe gerade. Nee, das kann nicht sein. So, wie sehe ich ihn? Von hier aus nicht. Nee, ich glaube, der ist noch weiter unten, als man hier sehen könnte. Egal. So. Den Krieger lasse ich auch mal Blut saugen. Zwei Punkte immerhin. Ja, er ländert jetzt schon wieder mehr als 500 Blut. Das finde ich doch super. Ich hätte mit dem Krieger angreifen sollen. So, heilen wir uns wieder. Ja, immerhin noch mehr als 400 Blutpunkte. Okay, so. Hier oben war gar nichts bei diesem Zweig. Also ist der Gegner halt nicht. Der Boss. Ja, Angriff. Du kriegst, glaube ich, eh bloß eine einzige Runde, oder? Aktion. Und dann ist er tot. Sag ich doch. Und da hat Asgard wieder Level 80 erreicht. Boah, Moment mal. Ha, der Krieger hat 21 Lebenspunkte. Ist doch geil, oder? Ich find's lustig. Okay. Da haben wir wieder die Truhe. Wenigstens der Topas blieb gleich. Oh, aber hier hatten wir, glaube ich, vor über 1000 Filare gefunden und die hätte ich lieber gehabt als diese Heilflasche gerade eben. Heilflasche hat, glaube ich, eh bloß 250 Lebenspunkte, oder? Oder war das mit 700? Weiß ich jetzt nicht. So, Blutsaugen.
Ah, Mist, der hätte eigentlich auch Blut saugen müssen. Der ist jetzt Level 80. Dem fehlen wieder ein paar Blutpunkte. Ach, komm. So. Blut wieder. Ich glaube, einmal kann sie noch. Jo, 569 Blut. So gefällt mir das. Der lebt immer noch. Finde ich super. 608 Blut. Ach komm. Aber jetzt ist er tot. Weil er Level 80 erreicht. Ja, hier war nichts. Und hier war nur die Truhe, genau. Mit einem Vampirstein. So, und hier gehen wir jetzt nach links. Ach ja, die ist verschlossen. Töten wir erstmal die Monster. Ah, das waren die drei. So, du greifst an, du greifst an, du greifst an. Und du machst Sehnenfetzer. So, dann greifst du an. Du greifst an und du greifst an. Nochmal, Sehnenfetzer. So. Du machst jetzt den Rundumschlag. Klasse, hätte ich auch Berserker machen können. Nochmal Rundumschlag, aber jetzt, ja, beide getroffen. Okay, der ist hin. Dann machst du jetzt Berserker, Krieger. So. Jetzt müssen wir den nur noch töten, bevor er explodiert. 1084, 1000 Schaden kritisch, wie geil. So, Elaine und Krieger haben Level 80 erreicht. Das heilen wir noch schnell. Dann greifen wir jetzt den an. Ach, der ist alleine. Sehnenfetzer. Und tot. So, 3700 Erfahrung und eine Seele halten. Gut, die Truhe bitte wieder öffnen. So, da war, glaube ich, die Feuerrune drin, oder? Ja. So. Töten wir jetzt schnell mal. Der Krieger macht sogar mehr Schaden als Walner. Ha, das wollte er sich jetzt nicht gefallen lassen, der Walner. Macht einfach mal ganz knapp 10 Schaden mehr. So. Ah, eine Truhe. Mit einem Fluchttrank. So. Und ich weiß, ja, da rechts ist die Plattform.
So, hier speichere ich jetzt. Zack. Und jetzt Zuflucht. Ja, wir haben einiges an Gold. 10.368 Fila. Mal sehen. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir Seelensteine? Ja. Haben wir noch Seelensteine? Nein. So, dann gehen wir bei den Diebenen hin. 2 Heiltränke, ein Eissalz und 905 Fila. So, verkaufen. Schauen wir erstmal, was haben wir alles? Den Fluchttrank können wir verkaufen. Das verlangsamt und lebt alle Gegner. Verlangsamt brauchen wir nicht. Haben wir ja schon was. Entzündet alle Gegner, wird uns auch nicht helfen. Löst die Rüstung aller Gegner auf. Den nehmen wir uns auf. Den versuchen wir mal. Ah, der Topaz. 4000 Fila, das ist nicht schlecht. So, dann schauen wir jetzt mal nach oben. So. Da haben wir es ja. Das war doch die alte Sprache, oder? Genau, alte Sprache. Ach komm, wie viele Seelen habe ich denn? 40, klasse. Um 5 Seelen. Ich habe gehofft, wir können diesen Todeslicht gerade noch schnell lernen, um ihn dann gegen den Boss einzusetzen. Aber war leider nichts. Dann gehen wir hier noch schnell rein.